Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Hide and Seek World. Wir schauen mal rein hier. Gehen wir wieder auf ein Volley? Ne, eigentlich ist das klassische Hide and Seek schon das Beste, ne? Wir fangen auf jeden Fall damit an. Das bockt immer schon sehr, muss ich sagen. Mal sehen, wie viele Leute, 6 Player. So eine typische Runde, ne? Und jetzt wollen wir mal hier irgendwo hier so hin, ne? Kiribati. Ging das da? London. Nach London wollen wir. Oh mein Gott, wäre das OP. Was? London, Paris, Poland. Hier sind die ganzen. Ich kann aber mich dann irgendwo hinsetzen. Ey, das ist ja nervig. Ich wäre so gern nach London gegangen hier. Geht aber nicht. Hier oben. Na, Paris. Unter Wasser. Oh, hä? Wo waren das? Hier oben, ne? Das nehme ich hier bei den Fischen. Oh, es geht los. Via Viva? Esta Vivo. Hört sich erstmal Französisch, würde ich sagen, Spanisch an. Rechtsverkehr. Warte mal, was ist denn das hier für eine Gurke? Guck mal, hier steht nämlich was drauf. Tito Yutunu oder so. Augustin Aklada, irgendwas. Oh, die sind schon, die haben schon. Warte mal, was ist denn hier eigentlich los? So. Oh mein Gott, ich muss einloggen. Oh, jawohl, wir waren Zweiter. Standen noch 10 Sekunden und da habe ich panische Angst gekriegt. Wir waren gut dabei. Runde 2. Ach. Das sieht ja. Sektor Park. Mhm. Kann ich noch nicht so ganz einschätzen, wo das ist. Eben waren da so ein paar moderne Häuser, jetzt sind erstmal so, weiß ich nicht, so Flachbauten. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Hier steht irgendwas. Oh nein, ich habe nicht gegessen. Es war wieder Südamerika. Oh Mann, warum habe ich nicht gegessen? Das passiert mir jedes Mal mindestens einmal, ne? Ja, man konnte schon zoomen. Immer ganz schön hohes Wasser. Das würde ich eher so in Richtung Europa einordnen. Vielleicht die Schweiz. Vielleicht aber auch weiter östlich. Hat auch so ein bisschen so ein Vibe von. Oder ist irgendwas auf dem E drauf, ne? Hat auch ein bisschen so Vibe von Skandinavien. Na, ich muss zurück. Wo ist das blöde Schild? Bistiere? Keine Ahnung, hier irgendwo. Oh, jawohl, wir sind close. Damit sind wir auf dem dritten. Wo war es denn? In Tschechien. Oh, jetzt kommen sie schon zu mir. Das ist geil. Unter Wasser. Na gut, der Nachteil ist halt, dass sie irgendwo im Wasser klicken werden, ne? Aber guck mal, es kann schon wieder nicht sein, dass sie genau die Küste nehmen. Jo, und er ist einfach genau da. Er ist einfach close, obwohl ich irgendwo im Wasser bin. Ne. Ah ne, ist nicht noch close, aber 812 Kilometer entfernt. Ist das dumm? Ja, die klicken halt dann irgendwo ins Wasser, ne? Aber ey, hier, der cheatet doch. Ist das unfair? Palm.
Vor uns irgend so ein Auto. Diesen Zielscheiben. Oh, nee. Das sind Reifen. Ich dachte, da wären Zielscheiben. Superfahr. Ich bin jetzt irgendwo da in Richtung Thailand. Aber ich habe hier halt noch keinen einzigen Schriftzug gesehen. Scheiß drauf, machen wir hier Thailand, komm. Ja. Okay, aber das, nee, dieser Fralanz ist schon wieder so nah dran. Das kann ja nicht sein. Super close ist er. Bin mittlerweile auf dem 4. abgerutscht. 4 Punkte dahinter. Ist hier ein Linksverkehr? Sehe ich das richtig? Kann ja eh nicht sein. Ne, ist eine Einbahnstraße hier. Hier ist Rechtsverkehr, meine ich. Na, griechisch ist das. Sind hier überall. Ich mach's Bulgarien. Griechisch ist das, sag ich vor allem. Überhaupt nicht griechisch. Kiew war. Griechisch. Wieso komme ich auf Griechisch? Achso, nächster Spot. Okay, wir machen diesmal nicht. In Dings, ich mach einfach irgendwie. Hä? Nein, das ist fake. Warum bin ich wieder hier? Ich habe mitten in den USA irgendwo hingedrückt. Nein, ich bin jetzt immer unter Wasser. Nein, ich kann hier nicht weg. Das ist so eine Verarsche. Was soll denn das? Weil ich einmal den Unterwasser-Bug ausgenutzt habe, ne? Kann nichts anderes mehr wählen. Oder ist das ein Bug? Ne, guck, ich bin jetzt hier. Ach, scheiße. Da will ich eigentlich auch gar nicht sein. Ribo Alelanta. Keine Ahnung, welche Sprache das ist. Wir haben eine Wüste. Ich weiß halt nicht, ob Rechts- oder Linksverkehr, aber naja, es könnte halt irgendwo, ist wahrscheinlich irgendwo in Afrika, sage ich. Na, ich gehe hier einfach oben, hier, Chat. Komm schon. Oh nee, ne? 8 Punkte. Balanz ist auch mal weit weg, aber wenigstens auf dem richtigen Kontinent. Ich bin super far. Manometer. Ganz weit weg. Hier komme ich nicht mehr voran. Hier irgendwo. Ja. Wir holen ihn. Noch nicht. Ja, jetzt müssen wir in meinen Spot. Ich sehe es gleich schon wieder, kommen hier alle ganz nah. Nein.
Ach so, scheiße. Ach Mann. Ich schenk den Punkte. Das kann ja nicht wahr sein. Genau so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Ja. Im Beiwegs eine Straße. Ja, komm. Ja, und jetzt Kolumbien. Ist das eine Frechheit? Fahr auf. Können wir ihn überholen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Das ist eine richtig schlechte Runde. Puh. Irgendwo mitten auf dem Land. Hier steht nicht mal was. Ah. Jawohl. Ach Mann. Trotzdem Vorletzter. Und jetzt geht's in Runde 2 rein. Wir müssen uns natürlich verbessern. Das war eben gar nichts. Vorletzter da. Diesmal nur 5. Aber. Hey, ich hatte auch eben einen Bug. Boah, guck mal hier. Hier finde ich schön. Was steht da? Kann man nicht erkennen, das ist gut. Auch ein bisschen schief hier die Kamera, ne? Egal, nehmen wir da. Also eigentlich waren die Inseln immer mein Dings, aber jetzt habe ich Angst vorm Wasser. Das war ja im Dreh nicht schlecht. Peter, Griffin 89, Puddle und Pirate Leon. Meine Gegner. Mal schauen. Ich habe noch nie mal einen Hiding Spot hier, Peter. Doch jetzt. Können wir starten. So, sieht mir irgendwie trocken aus. Letztes Mal, als ich so eine Wüste hatte, war es dann plötzlich irgendwie Chile oder so. Aber diesmal glaube ich, eigentlich müsste das irgendwo in Afrika sein. Ich meine auch im Augenwinkel eine Flagge. Den haben wir vielleicht auch hier so im Nahen Osten. Oh, ich muss einloggen. Saudi-Arabien, scheiß drauf. Ja, komm. Ist das dumm. Jeder war nur nah dran. Simbabwe. Na gut, ich hätte wenn hier auch nur gemacht und damit wäre ich nicht viel näher. Warum bin ich eigentlich immer so spät, der Haider? Also jetzt bin ich Haider 5. Und C Anak, Kanada. Lightwave. Ah, englischsprachiger Dings, ne? Gehen wir mal hier hin. Ach du Scheiße. Ist Toronto. Das ist. Hier haben wir Rechtsverkehr. Immer auf die Autos achten. Das eben hat es mir halt nichts gebracht, dass ich wusste, dass es Kanada ist, ne? Muss man sich mal überlegen. Das gibt's nur selten.
man das Land weiß und es einem aber gar nichts bringt, theoretisch, also wenig bringt. Hätte noch weiter weg sein können, keine Frage. Aber Garden Service. Meisterteile? Da stand was. Ich mach Europa. Gott. Ich bin am nächsten dran, obwohl ich so einen random Guess gemacht habe. Griffin 89. Und damit sind wir auf dem zweiten. Peter hat aber einen krassen Vorsprung. Peter ist top. Könnte wieder irgendwo europamäßiges sein. Diesmal versteckt sich Peter. So ein europäischer Feldweg, ne? So ein typischer. Das hier sieht mir jetzt eher nach so einer verlassenen Bahnstation aus. Keine Ahnung, ich mache hier Polen. Boah, Peter war in der Ukraine. Und wir sind schon wieder am nächsten dran, könnten gut auf Peter aufholen. Aber jetzt darf halt Peter mich gessen, ne? Könnte sein, dass er da gut abschneidet. Werden wir gleich sehen, was Peter so macht. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich hier zoomen soll. So. Mal schauen. Keiner Guess so früh. Man kann es ja auch nicht sofort erkennen, ne? Peter, not bad. Scheiße, die haben alle Südamerika. Na gut. Das heißt für mich, ich muss noch besser performen in der zweiten Runde. Erstmal muss ich mir was Besseres aussuchen. Gibt's hier irgendwas? Da vielleicht? Nein, nicht wieder unter Wasser. Obwohl, man muss sagen, probier es nochmal, oder? Nein, ich kann es nicht machen. Weil letztes Mal hatte ich unter Wasser und alle haben hier gehabt. Ich will diesmal wieder auf irgendeine Insel. Bokelau möchte ich drauf, wenn es das geht. Geht nicht. Samoa ist zu groß, oder? Oh, das nehmen wir, Samoa. Die werden doch alle... Obwohl, weiß ich nicht. Der erste versteckt sich. Versteckt sich ist auch stark, ey. Linksverkehr haben wir. Und wüstig. Das könnte jetzt Australien sein. Aber es könnte auch Südafrika sein. Woran erkenne ich das jetzt? Mach Südafrika, scheiß drauf. Jawohl, wir sind gut dran. Ja, am nächsten sogar. Wir können Peter holen. 15 Punkte zu Peter. Die Runde eben war echt härter, muss man sagen. Und da waren die Gegner besser. Ich renne auch immer sofort los. Weiß ja auch nicht, ob es das ist. Das sah nach europäischen Schildern aus. Was haben wir hier? Campino, Gran Lago, Aldea Riberina. Hab ich noch nie gehört. Was steht hier? Agueste Campino. Spanien oder Italien, würde ich jetzt erstmal sagen. Spanien. Jawohl. Und wir sind Erster, wir haben Peter überholt. So, Portugal sogar. Weiter geht's. Ich fände ganz cool, wie gesagt, wenn man selber der Heider ist, dass man dann irgendwas sieht wenigstens, anstatt nur die Karte. Steht denn hier Schönes? Einmal die Ukraine wieder. Da war eben einer auch schon. Ah,
Georgien. Trotzdem am nächsten ran. Hauptsache vor Peter. Wir bauen den Abstand aus. Und jetzt ist Peter der Nächste, der sich versteckt. Und ich kann jetzt als einziges noch performen. Also, dass Peter mich nicht mehr holen kann. Liegt jetzt nur an mir. So, Nerti. Hört sich italienisch an. Sieht so ein bisschen aus, wie es in den italienischen Alpen dann, ne? Also die Südtirol oder sowas. Gibt's italienische Alpen, ja, ne? Ich hoffe doch. Was ist hier für ein Bus? Ein Dorf. Okay, ich geh in die Schweiz. Oh, jawohl, wir sind richtig nah an Peter. Super close, 84 Kilometer, 484 Punkte. 84 Kilometer, 84 Punkte. Jetzt müssen sie mich finden. So mache ich. Mal schauen. Komm. Zeig's mir. Oh nee, ne. Das kann nicht sein. Woher weiß er das, der Pirat? Na gut, der Pirat. Ist klar. Ja, und Griffin weiß es auch. Das darf nur nicht Peter wissen. Peter ist der letzte Guest. Er entscheidet jetzt, ob ich gewinne oder er gewinnt. Obwohl 600 Punkte wird schwierig, ne? Ich will mich nicht zu früh freuen. Boah, Peter ist not bad. Aber Peter kriegt 200 Punkte und damit sind wir die Sieger. GG. Ne? Achso, ich habe mich gerade gewundert. Erster Platz. Bin mittlerweile Level 6. Und haben das ganz gut gemacht, ne? Peter war ein starker Konkurrent. GG. Und damit war es das mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir konnten einen Win holen. Einmal haben wir kläglich versagt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch oben da lassen. Aber dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.